In der futuristischen Stadt Mardok City treibt der Zuhälter und Casinobetreiber Shell Sepninas sein Unwesen. Auf sein Konto gehen schon zahlreiche und kaltblütige Morde an jungen Mädchen. Und auch an den krummen Geschäften der Oktober Company soll er beteiligt sein. Ich will nicht sterben! Ein Scramble 09 ist offiziell bekannt gegeben worden. Wie heißt sie? Rune Barlett? Wer ist das denn? Ein Mädchen aus deinem Traum, das eigentlich tot sein sollte. Die 15-jährige Prostituierte Rune Balor soll nun sein nächstes Opfer werden. Eingeschlossen und allein in einem brennenden Auto lässt er sie zurück. Das junge Mädchen stirbt an dem Abend in den lodernden Flammen des Fahrzeugs. Doch noch bevor sie ihren wirklich letzten in den Lungen brennenden Atemzug machen kann, wird sie gerettet. Sie soll als Kronzeuge gegen Shell aussagen. Tod ist sie nicht nützlich, deshalb bekommt die Scramble Online bewilligt und wird kurz vor ihrem Ableben vor die Wahl gestellt. Will sie leben oder will sie sterben? Wieder erwacht in einem Cyberkörper soll sie mit Hilfe von der KI FCOG, welche in Gestalt einer Maus daherkommt, als Zeugin gegen den Casinobetreiber auftreten. Doch bevor das überhaupt möglich ist, müssen Beweise her. Die wichtigsten Beweise sind Septinos Erinnerungen, welche er ständig auf Speicherchips überspielt und als 1 Million Dollar Chips in seinem Casino verwahrt. An diese müssen sie kommen, allerdings gestaltet sich das als schwieriger als erwartet, denn gejagt von dem Söldner Dimsday Boyled muss sich das junge Mädchen selbst verteidigen. Gemeinsam mit FCOG mutiert Rune zu einer Waffe, kann sich aber nur schwer gegen Boyle zur Wehr setzen. Mit knapper Not und schwer angeschlagen entkommen die beiden dem Söldner und machen sich nach kurzer Regenerationsphase auf, um Shells Casino einen Besuch abzustatten, um eben an diese Erinnerungschips zu kommen. Die Zeit spielt gegen die drei, denn erhalten sie die nötigen Informationen nicht, könnte die Klage gegen Septinos aus Mangel an Beweisen fallen gelassen werden. Zudem sitzt ihnen auch noch Dimsday im Nacken. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. 65 Minuten und das dreimal, das ist Mardok Scramble. Die Cyberpunk-Trilogie um die junge Prostituierte Rune Balor ist wie ein Ecstasy-Trip. Bunt, laut und gefährlich. Basierend auf der dreiteiligen Romanserie von Tohu Bukata bekommt ihr Science-Fiction der Extraklasse serviert. Auch wenn die Filme aufgrund der Länge leider nicht jedes Detail der Story aufgreifen können. Die visuelle Präsentation und die deutsche Sprachfassung sorgen bei diesem Cyberpunk-Anime für die richtige und vor allem dichte Atmosphäre. Es ist seltsam. Ich kann mich nicht an das Mädchen erinnern und trotzdem pocht einer meiner Finger. War sie wirklich etwas so Besonderes, dass ich einen Verlobungsring aus ihr machen wollte? Also macht euch bereit, denn alle Filme sind auf silberner oder blauer Disc von Universum Anime zu haben. Wir werden ihn nicht töten oder uns von ihm töten lassen. Und wir werden nicht zulassen, dass er jemand anderen tötet. Dieser Mann war einmal dein Freund. Mir wird schon irgendwas einfallen. Ihn nicht töten? Nicht von ihm getötet werden? Und nicht zulassen, dass er jemand anderen tötet. Das dürfte nicht einfach werden. Aber den Versuch ist es auf jeden Fall wert.